Heute in diesem Video stehen wir gar nicht weit weg von zu Hause und trotzdem ist es wunderschön. Sommerliche Temperaturen bis zu 28 Grad und es ist ruhig. Wir haben hier Ruhe und Frieden. Tommy kann sich austoben und wir machen mit unseren Autisten einen Waldspaziergang ohne Mamas Hand. Ne? Seid gespannt, wie das funktioniert. Danach wird noch gegrillt. Ja. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Ja, der Beppo ist auch schon wach. 8.30 Uhr. Ne? Bei dem Wetter kann er jetzt schön draußen spielen. Stimmt's, Tommy? Jetzt wird gespielt. Genau deswegen sind wir hier. Ne? So verplempert man keine Zeit zu Hause mit dämlichen Rumsitzen. Wir nutzen die Zeit an der frischen Luft. Und wenn das Wetter so bleibt, gucken wir mal, ob wir heute hier hinten durch den Wald bis zum Berzdorfer See laufen. Na? Macht ja Sinn. 8.30 Uhr, die Solaranlage ist ausgerichtet. Und diese Decke ist Gold wert. Der Tommy lag gestern den ganzen Tag da drauf. Das fetzt der Tommy. Ja, das ist schön hier draußen. Ja, früh um 8 und das schon in der Natur sitzen. Schön warm, ne? Und die Vögelein zwitschern. Ja, so sieht nicht nur das Leben eines Autisten aus, das genießen wir natürlich auch. Na, die Stiefeln braucht der Tommy heute, glaube ich, nicht. Aber jetzt ist das Gras noch so ein bisschen nass. Tommy hat aber einen Platz für sich gefunden. Er nutzt diese Leine, baut sich hier ständig ein Zelt. Ja. Und die Schlange ist natürlich auch wieder mit dabei. Mal sehen, wie lange heute. Tommy hat, wie gesagt, seine Spielwiese gefunden. Der ist nur am Lachen und sich freuen. Der sitzt hier mitten in der Natur. Ja. Also wir genießen das, ne, diese Zeit. Und das ist Wochenende. Und den Platz können wir uns einfach aussuchen. Ne? Da, wo es schön ist, da geht's hin. Und selbst solche Plätze hier, eins im Stellplatz ausgeschriebenen Parkplatz, ne, wo das Übernachten erlaubt ist. Es kostet uns nichts. Hier ist klar, Mülleimer sind, aber halt kein Strom, aber dafür haben wir Solar. Ne, wem es interessiert, wir machen gerade ein Solar-Video. Das kommt jetzt demnächst. Oder findet ihr, wenn das Video veröffentlicht ist, schon in unserer Playlist. Ja, Solar und somit sind wir vom Strom unabhängig, wenn schönes Wetter ist. Und wenn das Wasser nicht ausgeht, müssen wir hier auch nicht fort. Aber Wasser reicht bei uns so 3-4 Tage. Ja, dann nochmal zu unserem Instagram-Kanal. Da seht ihr eigentlich fast täglich neue Stories, Beiträge, das Aktuelle, wo wir gerade sind, Hintergrundinformationen. Das legen wir euch natürlich ans Herz. Da könnt ihr uns auch jederzeit anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Das nutzen bereits schon viele. Und für unsere Freunde, ne? Einer hat kommentiert, er möchte unbedingt mit erwähnt werden. Ja, das haben wir sogar schon zugesagt. Ne? Sollte am Freitag schon kommen, aber das nächste Klartext-Video kommt jetzt erst in der kommenden Woche Freitag, weil wir ja 3 Ostervideos gebracht haben. Ne? Das war ja so gar nicht geplant. Ja, und wie gesagt, heute wird noch ein bisschen gegrillt. Und ein Spaziergang durch den Wald bis an den Berzdorfer See. Der Grill steht schon bereit, den haben wir gestern schon genutzt.
Und heute gibt es noch mal was Leckeres. Da wird sich der Tommy und die Anna freuen. So, macht der Tommy doch gleich mal Frühstück. Was gibt's Feines? Reis. Risi Bisi. Mit ein wenig Sojasauce. Und Gemüse. Naja, das ist doch eine Atmosphäre zum Frühstücken. Sonntag, ne? Anna ist super, oder? Mhm. Mhm. Ich sag noch, toller Platz zum Frühstücken, ne, Anna? Ja. Nee, war nicht die Anna, das war der Wind. Der Wind ist unter die Plane und dann schwuppdiwupp war der Reis draußen aus dem Teller. Ja, wir kriegen ja ab und zu mal Besuch. Ne? Gestern waren wir mit dem Traktor da, heute mit einer Harley. Ja, unser Solartest, der läuft auch noch. Könnt ihr euch ja als Video demnächst angucken. So, wir gehen jetzt spazieren im Wald und versuchen bis zum Berzdorfer See zu kommen. Und hier hinten am Horizont ist schon wieder ein Traktor. Vor 15 Minuten ist der Bauer hier losgefahren mit seiner Harley oder mit seiner Chopper. Jetzt kommt er schon wieder mit seinem Traktor wieder. Der Typ ist herrlich. Ja, er kommt mit dem Traktor. So, Solarzelle hängt. Hinter der Scheibe ist gesichert. Hey. Der Grill steht auch im Sicheren jetzt. Und jetzt geht's auf zum Spaziergang. Haut der Kleine wieder ab. Mamma mia. Wetter ist hervorragend. Oh, und jetzt kommen hier noch ein paar Pferde angelaufen. Und ein Hund. Sehr schön. Hallo. Hallo. Wunderschön. Es ist doch wunderschön rauszugehen, das Leben zu genießen, Dinge zu erleben, frische Luft. Ja. Und Tommy hat sein Stöckchen. So, Oberlausitzblick, 0,9 Kilometer. Oder Aussichtsturm. Ja, Freunde, wir haben jetzt ungefähr 45 Minuten zu laufen. Und hier haben wir schon das erste Highlight. Haben wir gar nicht gewusst, wir waren schon hier. Stehen hier eigentlich nur 100 Meter entfernt. Und hier ist der neue Berzdorfer Tischteich. Tischteichsenke. Schön. Was sagst du, Anna? Ach so, Tommys Schlange schwimmt jetzt hier auch irgendwo. Wahrscheinlich auf dem Grund schon. Naja. Also wir haben von der Ostsee bis Italien, bis an Gardasee Schlangen verteilt, überall. Ist ja auch nicht schlecht. Was ist das, Anna? Oh, hier ist gerade ein Biber reingehüpft. Den letzten Biber haben wir ja an der Ostsee gesehen. Das Biber-Video habt ihr gesehen, oder? Wenn nicht, guckt noch mal rein da. Zwei Videos zuvor. Oder eins? Oh, schade. So, das war mal ein Frosch. So, 500 Meter haben wir geschafft. Jetzt gibt es erstmal eine Pause auf der Bank. So gut trainiert wie wir sind, jetzt bei 27 Grad, haben wir uns erstmal eine Pause verdient. Ja. Tommy macht schon Pause. Ich kann keine Pause machen, weil meine Frau ein Bild braucht. Jetzt kann ich Pause machen.
Oh. Und Tommy, freust du schon auf den Ausblick? Also ich schon. Ja, wir sind sportlich nicht mehr die Aktivsten, haben wir gerade festgestellt. Vor 4-5 Jahren waren wir noch so aktiv und so schlank. Naja, wir werden es ja ändern. Wir ziehen jetzt erstmal um und dann nehmen wir uns mal vor, sportlich aktiver zu werden. Ne? Mhm. Habt ihr das schon mal gesehen? Tommy von hinten? Er ist eigentlich ein Dancer, oder? Genau. Hier ist der Private Dancer. Oh, sein Tanzmove mit den Armen. Genau. Wir hätten ja gern, dass er ein T-Shirt nur trägt, aber Kapuzenpullover muss bei ihm noch sein. Dann soll er es haben. Er spitzt ja nicht mal. So, Freunde, wir haben jetzt noch einen Kilometer. Hier hinten am Horizont ist auch ein Camper. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man hier einfach so pennen kann. Naja, auch nicht schlecht. Aber wir müssen da lang. Noch circa einen Kilometer. Wir sind jetzt direkt in der Sonne. Und ja, wir schauen mal, wann wir als erstes oder wann wir diesen Aussichtspunkt und das Wasser sehen. Freunde, wir sind hier. Anna, lass mich mal vor. Anna, Ivan vor. Wir sind hier in einem Zufluss. Das war ja mal früher alles Bergbau hier, ne? Der Berzdorfer See. Und hier ist wahrscheinlich so ein Punkt, wo von der Neiße das Wasser hier reingeleitet wurde, dass sich dieses Loch, dieses Bergbauloch gefüllt hat mit Wasser. Ne? Ja. Und wir haben es gar nicht mehr so weit. Dann sehen wir endlich mal das Wasser. Es ist auf jeden Fall wunderschön. Anna, rechts. Rechts. Freunde, das ist so toll hier. Wir kommen hier irgendwann mal am Ende am Wasser raus. Sieht sogar aus wie Sandstrand. Freunde, was ist denn das für eine Scheiße hier? Hä? Also wenn man hier durch muss, guckt euch mal solche Dornen an. Alter Schwede, da rupselt ihr doch bis ins Fleisch alles auf. Na, zum Glück müssen wir hier nicht durch. Ja, Freunde, es ist Wasser im Sicht. Und das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ich habe gar nicht so genau geguckt. Das ist die Blaue Lagune. Ein beliebter Badestrand von Görlitz. Nur kamen wir von dieser Seite noch niemals hier rein. Geht ganz schön steil runter hier. Naja. Laut der tollen Komoot-App, die wir schon viele Jahre nutzen und euch wirklich empfehlen können, wenn ihr solche Wege laufen wollt. Ja, da hinten ist der neue Stellplatz. Ganz hier hinten ist der neue Campingplatz. Aha. Naja. Also, Berzdorfer See können wir euch wirklich empfehlen. Da hinten seht ihr schon den weißen Sandstrand. Und ja, wir machen jetzt erstmal eine Pause hier auf der Bank. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir gehen heute nicht dahinter. Da sind schon so viele Badenixen. Da müssen wir nicht hin. Ne? Und hier ist alles schön hier unten am Wasser. Ja. Ich bin da oft mit dem Fahrrad rumgefahren. So eine Runde waren 14 Kilometer, glaube ich. Und macht übelst viel Spaß. Also wenn man bedenkt, dass das mal Bergbau alles war und jetzt solche Erholungsgebiete draus geworden sind, ist das schon fantastisch. Ja, meine Bande, nach 3 Kilometern sind sie jetzt am Ende ihrer Kräfte. Nee, ich glaube Tommy nicht. Ach ja, hier haben wir doch noch ein Schild, Freunde. Guckt mal, hier ist ein Denkmal, kenne ich überhaupt noch nicht. Die Kirche von Berzdorf an der Eigen.
Hier war nämlich unten drunter, bevor die hier angefangen haben zu buddeln, war halt die Ortschaft Berzdorf. Berzdorfer Kirche im Winter 1956. Hier an diesem Punkt. Ja, haben wir halt alles platt gemacht, ne? Die Wehrkirche 1317, erste Erwähnung. Und dann, naja, braucht der Wohlstand und die Zeitenwende Energie und dann wird alles platt gewalzt und ausgeräumt und ausgebuddelt. Naja, aber im Gegensatz zu anderen Ländern sind wir auf einem sehr guten Weg und solche Orte sind natürlich der Beweis dafür. Ja, Freunde, wir sind auf dem Rückweg, sind schon ganz schön geschafft. Der Tommy eigentlich nicht, aber er macht jetzt viele Pausen, wo er nicht mehr weitergeht. Und dabei haben wir es eigentlich bloß noch, wir haben noch ca. 14, 15 Minuten bis zum Auto. Also wenn wir gehen, nicht wenn wir stehen. Ja, Tom macht die nächste kreative Pause. Mal sehen, wie lang die geht. Naja, morgens wieder Schule. Hauptsache, wir hauen heute noch mal einen Grill an. Aber wenn wir hier 5 Stunden sitzen, ist natürlich schlecht. Ja, Freunde, nach 500 Meter, dann sind wir am Auto. Dann wird gegrillt. Ne, erstmal Handy laden. Ich habe noch 7%. So, der Ausflug ist beendet. 2 Stunden, 6 Kilometer. War sehr schön mit Tommy. Und meine Application von der EcoFlow, die ja mit dem WLAN drin verbunden ist, somit kann ich sie ja unterwegs abrufen, sagt mir, wir haben 20% mehr Akku. Ich habe mich eigentlich geärgert, weil hinter der Scheibe, naja, zwischen 20 und 30% Watt da reinkommen. Jetzt steht es bei 35. Na, bevor man das beiseite packt und nichts reinkriegt, sind das jetzt schon mal 6 Stunden Kühlschrank, was da reingekommen ist. Also, perfekt. Ich bereite mal den Grill vor. So, das reicht für den kleinen Grill. Ihr werdet sehen, wie schnell das Ding brennt. Das ist einfach fantastisch. So, jetzt kommen noch ein paar Briketts drüber, aber nur eine Reihe. Das reicht für einmal grillen. So, jetzt ist das Ding in 10 Minuten einsatzbereit. Verspreche ich euch. Da wir gestern schon gegrillt haben, können wir das Rost schon drauf machen. So. Und los geht's. Da kommt so gut Luft durch. Ja, Tommy wartet schon auf das verspätete Mittagessen. Freunde, wir brauchen bloß noch ein bisschen Salz, frisch aus der Mühle. Und dann haben wir die erste Ladung schon durch hier. Herrlich. Die andere Seite wird auch noch gesalzen. Und dann kann meine Frau den ersten Spieß haben. Ha? Einfach so lecker. Und als nächstes gibt es noch Bratwurst. Da freut sich der Tommy ganz besonders drauf. Freunde,
Freunde, jetzt geht's voran hier, aber in Sausewind. Und nicht vergessen, zu einer guten Thüringer Bratwurst gehört Bautzner Senf. Liebe Freunde aus dem Westen, kein Löwensenf oder Zahnpasta oder irgend so ein Qualm. Bautzner mittelscharfer Senf gehört auf eine Bratwurst. Der eine grillt, die anderen relaxen. Na, aber so ist richtig, ne? Dafür hat man ja einen Mann in der Familie. So, die Anna sagt, die sind aber groß nach dem Grillen. Ja, die gehen natürlich ein bisschen auf, ne? So, Tommy kriegt seine Portionen. Wir essen die nicht aus der Semmel. Wir sparen uns die Kohlenhydrate. Und Tommy ist schon richtig happy. Der freut sich schon. So, Freunde. Wir hauen jetzt die Bratwurst hinter und dann wird hier noch ein bisschen abgeschimmelt. Ne? Schließlich ist Sonntag. Und was sagst du, Tommy? Bock auf Bratwurst? Ich muss ja dazu sagen, ich habe jetzt so die letzten 6 Wochen mich vegan ernährt. Ja, nicht ganz vegan, teilweise vegetarisch. Ja, jetzt mache ich mal so ein paar Ausnahmen. Ne? Wochenende, während der Woche esse ich natürlich wieder vegetarisch. Tut mir gut, ich nehme ab. Mein Sodbrenn ist weg. Und ja, aber trotzdem freut man sich über solche Momente, ne, wenn sie im Rahmen bleiben. Ja, Freunde, wir haben Sonntag 18 Uhr. Tommy spielt hier noch so ein bisschen. Wir packen schon zusammen. Der Grill ist verstaut. Die Mülltonne hier auf dem Stellplatz ist voll. Ja, also wir hatten einen tollen Samstag, tollen Sonntag. Ne, wir waren ja diesmal nur eine Nacht unterwegs. War ein schöner Spaziergang heute. Vielleicht ein bisschen heiß für uns. Ne, so 10 Grad weniger. Da fühlen wir uns besser. Aber ist okay. Ne, jetzt haben wir 24 Grad. Im Auto 28. Ja. Wir fahren so langsam heim. Morgen ist Schule. In diesem Sinne hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da bitte. Ne, oder vielleicht einen Kommentar. Und dann sehen wir uns demnächst. Macht's gut. Tschüssi.